Hallo ihr Lieben, Mr. Roy ist bei den Gesundheitsberatern und bei Viertech. Hi Luisa, schön, dass ich da bin. Hallo, grüße dich. Sehr schön. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Hallo, wir haben uns schon mal gesehen. Schön, dass du da bist, Christina. Und Manuela, wir haben uns schon eben gesehen. Genau, ja. Wir haben uns ja oben schon gesehen. Genau. Das ist das Gesundheitsberater-Team, die mit einem besonderen Produkt arbeiten. Wir haben es in der letzten Sendung ausführlich erklärt. Wir werden jetzt nochmal darauf eingehen, was diese Technologie für euch bedeuten kann. Es ist eine Technologie. Willst du sie kurz mal zusammenfassen? Was macht Viertech? Was macht diese Nanotechnologie mit den Menschen oder was? Wie wirkt die? Ja, also Viertech bedient sich tatsächlich eines sehr einfachen Effektes im Körper. Es geht um die Ferninfrarotstrahlung. Diese Ferninfrarotstrahlung, wie das schon berichtet wurde, ist so der unsichtbare Teil des Sonnenlichtes oder des Lichtes. Und das ist eigentlich das, was wir spüren am Licht. Das ist die Wärme. Mhm. Und ein Teil dieser Wärme, die Ferninfrarot, diese Infrarot-Wärme unterteilt sich so in mehreren Kategorien. Und diese Ferninfrarotwärme, die produzieren wir selber im Körper. Mhm. Und zwar auf 36, 37 Grad Celsius zu kommen, also unsere Körpertemperatur, erreichen wir so eine Wellenlänge von 8 bis 10 Mikrometer. Und diese Ferninfrarot-Technologie, die wir hier nutzen, die sorgt dafür, dass genau diese Wärme, die wir produzieren, zurückreflektiert wird. Perfekt. Also wir nehmen die nicht von irgendwo her, sondern wir produzieren sie selbst. Und das genau an den Stellen, da könnt ihr genau an den Stellen, sage ich mal, den Körper unterstützen, noch mehr Wärme dort reinzubringen, wo sie heute fehlt. Dazu müsst ihr wissen, der Durchschnittsdeutsche hat 1 Grad Körpertemperatur verloren im letzten Jahrhundert. Das heißt, wir sind ständig unterkühlt, zwischen 35 und 36 Grad. Eigentlich sollten wir bei 37 Grad Körpertemperatur sein, sagt Uwe Karstedt, einer der berühmtesten Heilpraktiker Deutschlands. Und er hat recht, weil biochemisch kann er nur messen, wenn der Körper bei 37 Grad ist, ist er viel stärker im Immunsystem, viel stärkeres Immunkraft, viel stärkeres Lymphsystem, viel stärkere enzymatische Aktivität und viele andere Vorteile. Aber auch die Wundheilung und die Regenerationskraft des Körpers ist dann stärker, oder? Genau. Also wir regen in erster Linie die Mikrozirkulation an. Mikrozirkulation ist das, was in den kleinen Blutkapillaren stattfindet, die wir in den Augen haben, im Gehirn, im gesamten Körper, dort, wo Engstellen sind. Dort regen wir die Zirkulation an und transportieren Sauerstoff wirklich bis in die kleinsten Ecken unseres Körpers und die Nährstoffe. Sehr schön erklärt. Das heißt, durch die Durchblutung können die Nährstoffe, die im Gewebe stecken, viel besser transportiert werden. Wir können den Sauerstoff besser in die Zellen bringen. Wir haben mehr Energie, wir haben mehr Regeneration nach Sport. Wir haben aber auch bei akuten Schmerzen Unterstützung. Und deswegen fragt euch, David, wie siehst du eigentlich da gerade aus? Das sind aber allerdings diese Problemzonen, die wir heute haben. Ja, wir sitzen sehr viel, wir haben hier oben in den Schultern. Kannst du kurz, oder darf ich dich kurz dazu mal interviewen? Was habe ich hier an und was sind das für Problemzonen, die hier behandelt werden? Okay, also du hast wie du so gerne trägst, den Bauchgurt an. Ja. Das heißt, jetzt geht es wirklich um den Bauch. Man kann ihn auch drehen in den Rücken, Nierenbereich. Also es sollte auch immer so sein, wenn das zu warm wird, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt wird es wirklich hot, dann drehst du ihn immer ein bisschen ein Stück. Hm. Also nicht ausziehen, sondern immer rundum drehen, sodass du den gesamten unteren Rücken, Magen-Darm-Bereich, die Infrarotwärme aufnehmen kannst und damit arbeiten kannst. Was macht der Magen-Darm-Bereich? Wieso ist dieser Bereich so wichtig? Was passiert, wenn der gut durchblutet und gut mit Wärme versorgt ist? Also du hast mir vorhin eins gesagt, du kannst wieder super auf Toilette gehen. Stimmt. Das ist das, was man sofort merkt. Aha. Ja, Magen-Darm, die Aktivität normalisiert sich. Es geht jetzt nicht darum, dass es angetrieben wird, sondern dass eben alles wieder so funktioniert, wie es funktionieren soll. Deine Nieren entwässern, die Leber kann damit wieder besser arbeiten und die Reproduktionssysteme. Und es sind ja sogar spezielle Edelsteine eingearbeitet, die speziell die Organe nochmal triggern und spezielle, ich sag mal so, Energie, ich darf ja nicht heil, also wie ganz klar kein Heilaussagen, aber wir kennen ja Heilsteine, den Begriff darf man nicht verwenden, sondern wir nennen es Edelsteine. Mhm. Und es ist quasi auch eine Edelsteintherapie, was dann passiert. Genau, auf jeden Fall. Und die Edelsteine arbeiten positiv im System. Mhm. Es ist jetzt so, wenn du sagst triggern, dann denkt der ein oder andere, wird aktiviert, überangeregt. Nein, es geht wirklich bei der Viertechnologie darum, dass wir das Optimum im Körper erreichen. Dort, wo jemand ein Defizit hat, dort setzt die Viertherapie an. Und du hast zum Beispiel, haben wir deinen Rücken heute mal in Beschlag genommen, du hast ein Bolero an, mhm, weil du hast manchmal hinten ja Rückenschmerzen. Ja. Ziehen dann hoch bis zum Nacken. Ja. Da ist es super, wenn du hier diesen Bolero trägst, der wirklich sehr breit
im Rücken arbeitet. Und ganz toll, du kannst das hier so vorne immer wunderbar verstellen. Du hast es jetzt unten drunter, hast du deinen Pulli an, aber du kannst es auch auf der Haut tragen. Und durch diese Klettverschlüsse regulierst du so, dass es immer flach aufliegt. Aha. Und natürlich hast du die Krone von vier auf, im wahrsten Sinne des Wortes, die Bandana-Haube. Ja. Da geht es eben darum, verschiedene Forscher haben herausgefunden, dass die Zirbeldrüse aktiviert wird. Und so wie du das jetzt aufhast, ist es zum Beispiel auch super im Auto. Das eben hat man im EEG gesehen, dass der entstressende Faktor im Auto da ist, dass du voll konzentriert weiterhin Auto fahren kannst. Inwieweit das jetzt mit Elektrosmog übereinstimmt, da sind wir noch am Forschen. Es gibt einige, die aber sagen, das würde auch, diese Steine würden auch helfen gegen Elektrosmog. Und das Tolle an der Haube ist, ich darf es nochmal abnehmen, ja. David, du kannst die umdrehen und dann trägst du die Keramikbeschichtung auf deinem Kopf direkt. Und dann ist es nochmal wesentlich intensiver. Genau, aber das, mein Lieber, bitte maximal 15 Minuten tun. Ernsthaft? Ja, es ist sehr warm. Und ich sage immer so, es fühlt sich an wie so einen guten Joint am Freitagabend. Den habe ich immer gern gehabt. Den habe ich immer gern gehabt. Da wirklich schon Check. Cool, Leute. Also falls ihr auf einen sehr entspannten Abend Lust habt, falls ihr Lust habt, eurem Körper was Gutes zu tun, falls ihr sehr viel am Schreibtisch sitzt, falls ihr Darmprobleme habt, falls ihr aber auch, ich sag's, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder andere chronische Erkrankungen, vieles hat mit dem Darmmikrobiom zu tun. Und Professor Dr. Enrico Edinger, der dort federführend ist in der Forschung mit dieser Viertech-Technologie, hat einige brisante Informationen in seinem Buch dazu veröffentlicht. Müsst ihr nachlesen. Das darf ich jetzt hier nicht so weitergeben. Fakt ist, überlegt euch mal, wie groß die Leistung ist des Mikrobioms und wie gut wichtig ein Schutz dort ist, der vor Elektrosmogstrahlung schützt. Und jetzt wissen wir, dass Turmalin und andere Schutzsteine da eingearbeitet sind. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was mit der elektromagnetischen Strahlung passiert. So, nun nochmal zu dir. Darf ich hier einmal gerade rum? Und zwar, du arbeitest ja auch mit der Viertech-Technologie. Was hast du für Erfahrungsberichte? Gibt es ältere Leute, die sie benutzen? Gibt es jüngere Leute? Was kennst du für Stories zu diesen Technologien? Ja, also es gibt vorwiegend, ich sag mal so Ü40, die das einsetzen, aber auch jüngere Personen, beispielsweise Sportler zur Regeneration der Muskelgruppen. Ja, was wir am häufigsten haben, womit wir auch viel Erfahrung schon gemacht haben, sind mit den Bandagen für die Gelenke. Oh. Gerade jetzt in Richtung Schmerzlinderung haben wir da viele. Ich glaube, sie hat als an, kannst du gerade mal drüber führen. Genau, du kannst weiterreden, sie zeigt es nur gerade. Genau, also gerade zum Thema Schmerzlinderung haben wir da viele Rückmeldungen bekommen, also dass der Schmerz einfach weniger wird oder auch weggeht. Und es kommt natürlich immer auch ganz auf die Schmerzen an. Bei den Sportlern, die ich eben schon erwähnt habe, ist es so, dass da auch der Muskelkater einfach aus Erfahrungen jetzt weniger stark ausgeprägt ist, wenn man jetzt sehr intensiv trainiert hat und die Regeneration ist einfach viel besser. Fantastisch. Wir werden explizit in der nächsten Sendung nochmal auf die Sportlerkleidung eingehen. Das heißt Unterhosen, Boxershorts, Leggings. All das hier ist ja schon, sage ich mal, eher für den Arbeitsplatz, fürs Büro. Das ist nicht so, da ist man nicht so beweglich und so agil. Aber es gibt auch wirklich Kleidung, Leute, die ihr in jeder Lebenslage anziehen könnt. Ein Unterhemd oder ja auch dieser Gurt. Es gibt da noch eine andere Variante. Oder wisst ihr was, den Gurt nehmen wir noch mit rein. Was ist denn die aktuellste, trendigste Variante? Und was ist denn eher so der Bürogurt für Leute, die nicht so einen geschwollenen Bauch haben wollen, hier wie ich? Also das sind unsere neuen Gurte. Fürs Büro absolut tauglich, die sogenannte Sommer-Collection. Mhm. Dieser Gurt ist elastisch. Man sieht, hier ist wieder die Keramikbeschichtung. Und er ist natürlich auch etwas dünner, wie der Gurt, den du jetzt anhast. Mhm. Daneben gibt es jetzt die absolute Variante für den Sommer. Ich weiß nicht, ob man so sieht, wenn man da durchguckt. Der Gurt ist perforiert, das heißt atmungsaktiv. Und er ist natürlich auch unter der Kleidung so zu tragen, dass man ihn nicht sieht. Ja, das heißt, so ein Etui-Kleid und dein Gurt, das passt nicht zusammen. Ja, aber hier ist das schon mal richtig perfekt. Richtig. Ganz Hollywood ist mittlerweile in solcher Schutzkleidung unterwegs. Das heißt, das ist ein Phänomen, was wirklich jetzt in der Welt gerade aussieht. Ich glaube, Viertech ist da nicht nur Marktführer, sondern auch in der Welt sehr, sehr gut platziert, um das auch noch größer zu machen, weil diese Technologie einfach schon sehr gut erforscht ist. Das heißt, hier wurde schon sehr, sehr gut geschaut, was braucht der Mensch, wie wirkt es, welche täglichen Anforderungen haben wir und wie kann ich das in meinen Tag integrieren. Falls ihr Lust darauf habt, die Sachen sind wesentlich günstiger, als ihr jetzt erwarten würdet. Wir können ja mal einen Preis verraten oder ein, zwei Preise. Wie kostet jetzt nämlich dieser Gurt hier? Also der Gurt, die beiden Gurte liegen bei 45 Euro. Wahnsinn. Ja, und da seht ihr, Leute, weil die Schutzkleidung, also wenn ihr jetzt bei H&M ein T-Shirt kauft, da seid ihr auch um den Dreh dabei. Und jetzt gehen wir in der nächsten Sendung noch auf das ein, was mich wirklich aus den Socken gerissen hat. Leggings,
Einlagesohlen sogar für Schuhe, Strümpfe. Ja, also noch ein paar tolle Technologien für den Alltag, Leute, damit ihr es immer anziehen könnt. Das Thema Elektrosmog habe ich in vielen meiner Sendungen, insgesamt 550 YouTube-Videos habe ich, und in mindestens 10 bis 20 davon ausführlich beschrieben, was Elektrosmog mit der Zellspannung macht, was Elektrosmog mit Krebs zu tun hat, was Elektrosmog mit Multiple Sklerose zu tun hat. All diese Sachen, Leute, wir sind bioelektrische Wesen. Wir sollten sie ernst nehmen. Denn all das hier, diese Kleidung, ist heute nur notwendig, weil wir umgeben sind von Elektrosmog. Und das ist jeder von uns. Ich sehe hier ein Büro von sehr bewussten Leuten, aber da steht genauso ein PC, da steht genauso ein Drucker, und diese Sachen wurden niemals für Innenräume gebaut. Dann haben wir hier in der Wand Stromkabel, wir haben hier Licht. Leute, wir sind Umgebung von wirklich, sage ich mal, gefährlichen Faktoren, die wir genauer erforschen sollten und mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Das Team hier hat das gemacht, deswegen danke ich nochmal den Gesundheitsberatern an dieser Stelle, und wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder zu den Highlights, die ihr hier noch zu bieten habt. Alles klar, danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen, und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.